Für rund 4 Jahre quasi, ob den Tag genau, habe ich ein neues Gesetz, ein neues europäisches Gesetz für den Datenschutz auf den Tisch gelöst. Da das nötig ging, weil die Welt geändert hat, weil das Internet sich entwickelt hat. Und es soll dafür sein, dass 500 Millionen Menschen in Europa hier Basisrecht auf ihren Datenschutz garantiert kriegen. Und dass neue Unternehmen, nämlich brauchen 21 verschiedene Regeln zu beurteilen, wann sie wollen hier produzieren oder hier Service exportieren, aber dass sie eine Regel haben für ganz Europa. Heute, 4 Jahre mehr spät, haben wir dann eine Einigung gekriegt. Eine Einigung, weil das Europaparlament mitgespielt hat, aber weil in der Lützebäuer Präsidenz auch die Regierungen zu einem Jahr gekommen sind. Und ich sitze heute zusammen mit einem, den die ganze Sache an der Hand hat, der Jan Albrecht. Jan ist ein deutscher Grüner, Europaabgeordneter, und er wurde zum Berichterstatter ernannt über mein Datenschutzgesetz. Und er hat das Parlament in die Hand genommen und dafür gesorgt, dass wir im Parlament zu einer Einigung kamen. Und er hat es fertiggebracht, eine überwältigende Mehrheit im Parlament zu bekommen. Es war fast Einstimmigkeit im Parlament. Und über unsere Aktion, die von Jan Albrecht im Parlament und die meine in der Europäischen Regierung, in der Kommission, darüber wurde ein Film gedreht. Es ist das erste Mal, dass über ein gesetzgeberisches Verfahren ein Film gedreht wird. Wir werden Premiere haben in Luxemburg am 28. Januar, also sehr bald. Und Jan Albrecht wird auch dabei sein. Und deshalb dieses kleine Gespräch mit Jan Andre Albrecht. Denn ohne den Jan hätte es den Datenschutz für die Bürger nicht gegeben. Jan, wie fühlten Sie sich als junger Abgeordneter, der ein so mega großes Projekt auf einmal in der Hand hat und das dann auch noch sämtlichen Parteien schmackhaft machen muss? Wie macht man sowas und wie kriegt man sowas hin überhaupt? Also es ist natürlich erstmal eine große Herausforderung und man fühlt die Verantwortung für die Menschen, die natürlich auch erwarten, dass jetzt ihre Rechte nicht einfach verkauft werden, sondern tatsächlich auch geschützt werden. Und dann ist es natürlich auf der anderen Seite so, dass es Hunderte von Interessensvertretern gibt, die alle legitime Anliegen auch haben und natürlich die Daten auch verarbeiten wollen. Und die muss man zu einem fairen Ausgleich bringen. Und das ist einfach nur lange Arbeit, viel Reden und vor allen Dingen natürlich Überzeugungsarbeit auch für die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes. Es waren ja insbesondere die amerikanischen Lobby, die angewirkt haben. Und die haben ja eine sehr große Stärke. Eine Stärke nicht nur, dass sie über Finanzen verfügen, wie wir uns es überhaupt nicht vorstellen können, und auch über einen großen Einfluss. Wie haben Sie denn als Europaabgeordneter es fertiggebracht, diese Lobbys in ihre Schranken zu weisen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man zumindest immer mit ihnen redet, dass man auch nicht nur zuhört, sondern ihnen auch sagt, was unsere Meinung ist als Parlament, aber auch als Bürgerinnen und Bürger in Europa, dass wir hier eben auch Regeln haben, die alle zu beachten haben, nicht nur die Unternehmen, die in Europa sitzen, sondern eben auch alle, die zum Beispiel aus den USA über das Internet hierher kommen und hier Produkte und Dienstleistungen verkaufen wollen. Wir erwarten eben, dass die sich an unsere Regeln auch ein Stück weit halten. Und Stück für Stück haben diese Unternehmen dann, glaube ich, auch verstanden, dass es uns damit ernst ist. Das Problem, was wir nämlich hatten, das war ein Problem von Diskriminierung der europäischen Unternehmen, die sich ja an die nationalen Regeln zu halten hatten, an die europäischen. Und dann kamen die amerikanischen Unternehmen auf unser Gebiet und haben gemacht, als ob das ein rechtsfreier Raum sei. Und es bedarf wirklich des Einsatzes der Kommission und des
Parlaments, um zu sagen, nein, ein Kontinent, eine Regel und für alle. Sie wissen ja, in Luxemburg haben wir hauptsächlich Klein- und Mittelbetriebe. Und wir haben ja einen kleinen Markt auch. Unsere Betriebe müssen also ins Ausland exportieren, überhaupt überleben zu können. Wie wird die neue Regelung unseren luxemburgischen Kleinunternehmen helfen? Zunächst einmal ist natürlich der große Fortschritt, dass in Zukunft ich eben nur noch ein Gesetz beachten muss. Nicht mehr 28 unterschiedliche Regeln. Ich brauche also keine Anwälte, die mir ständig erklären, wo die Regeln wie sind, sondern ich weiß, das, was in der Datenschutzverordnung der EU steht, damit bin ich sicher. Und das ist ein großer Bürokratieabbau auch. Und ich glaube, das Wichtigste für die Unternehmen selber ist eben auch Rechtssicherheit zu haben, zu wissen, alles klar, das darf ich und da muss ich den Verbraucher vielleicht auch mit einzubeziehen. Und das ist ihnen auch deswegen wichtig, weil die meisten, gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen, eine gute Beziehung zu ihren Verbrauchern wünschen. Die brauchen die auch, um überhaupt verkaufen zu können. Also, ihr hört schon, das war ein spannender Affäre, die hat jahrelang gedauert. Filmkameraden sind jahrelang als nur gegangen. Mir selbstverständlich als Autor, mir aber auch dem Jan Albrecht. An der Film über die Aventur, die lebt zu Lützeburg und vom 21. an den Kinoen am Autopolis. Filmpremiere, also den 21. Und dann können die Leute, die bei der Filmpremiere keine Zeit hatten, für dabei zu sehen, sich den Film dann am Kino angucken. Und das ist spannend, das ist ein bisschen wie ein Krimi. Kriegt der Jan das hin oder geht der Jan inner? Bei den Gesitten da sitzen und das nicht innergegangen und hat das hingekriegt, mit wem das gemacht hat, wem sie gekämpft hat, am Interesse von den Bürger und am Interesse von unseren Unternehmen, das sieht er dann alle gehen am Kino. Wir sind da, für auch mit erst zu schwätzen, wann der 21. kommt.